Aber es wird auf jeden Fall hell, ja. Hattest vollkommen recht. Wir schon wieder 2 Stunden aufnehmen sind, fast zumindest. Ich habe ein bisschen länger gebraucht am Anfang. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht herbeigerufen werden, alles klar. Ach, du bist ein Dungeon. Was passiert, wenn ich eigentlich da reingehe? Dann kommen lustige Köpfe und machen dich tot, weil die genau 10.000 Damage immer machen. What? Würde ich jetzt nicht drauf anlegen. 10.000 Damage, da lege ich überhaupt nichts drauf an, da bin ich instant tot. Das ist ja der Witz dabei, du sollst ja auch nicht da reinkommen. Du sollst halt erst den Skeleton King da besiegen, bevor du da rein darfst. Uncool. Deswegen ist das so angelegt. Da hilft auch keine Rüstung wegen den Schaden. Nee. Das kannst du höchstens durch einen Cheat gewinnen. Unsichtbarkeitstrank. Du triffst mich nicht. Ja, aber ich glaube sogar bei Unsichtbarkeitstrank treffen die dich. Ich glaube auch. Oh, ich habe irgendwie vergessen nachzupflanzen, glaube ich. Ich pflanze immer alles hin, was ich so habe. Okay, jetzt wird's komisch. Nee, doch nicht. Ich wollte mir gerade schon Sorgen machen, dass ich wieder ersauf. Nicht? Oh. Nee. Mann, ich habe mich so drauf gefreut. Ja, ich muss auf meinen Grabstein noch ein Stündchen länger warten. Ich finde es ein bisschen schräg, dass man im Eis auch noch Bäume pflanzen kann. Also, wenn irgendwie müssen die auch wachsen, aber. Weiß nicht. Die wachsen wahrscheinlich bloß ganz langsam, oder? Weiß ich nicht. Oder wachsen die überhaupt? Mal testen. So. Lüt. Go. Ach. Hast bloß 3000 Meter Vorsprung, sagst du? Ja, 3,5. Okay, im Wasser kann ich nicht platzieren. Das macht dann sogar halbwegs Sinn. Übrigens, es gibt immer noch Pumpkins. Die haben sie einfach neu eingeführt mit dem ganzen Halloween-Update. Hier ist eine Harpie. Ja, dann hast du über dir eine fliegende Dingens. Und wir haben natürlich keinen Gravitrank dabei. Nee, aber du weißt nicht, ob du da überhaupt hoch willst. Weil Harpien sind ja nicht gerade so easy. Aber merkst du doch irgendwie die Platzierung oder sowas? Jo. Oder versuchst du zu merken? Kein Ding, ist nicht schwer. Also wir haben auf jeden Fall Gravitationstränke generell. Was für riesige Bäume hier stehen, erstmal abholzen. Oh, du bringst alle Bäume um. Ich pflanze ja neue. Ja, aber dann beschwert sich die ganze Menschheit, weil der Regenwald abgeholzt wird. Die neue Pflanzen würden sich auch deutlich weniger beschweren. Ja. Wenn die passend neu pflanzen würden, vor allen Dingen. In der gleichen Menge und so, dass es doch wieder wirklich neu wächst und sowas. Aber das macht ja keiner. Also irgendwie. Was denn? Sicher, dass die Insel dann genau über mir sein muss. Ja, oder zumindest in der Nähe, warum? Baust du dich gerade hoch? Ja, ja. Also irgendwo in der Nähe muss es sein. Harpien, meiner Meinung nach, nur bei fliegenden Inseln spawnen. Nein! Ach, Alex. Ich hatte keinen Hook und ich konnte nicht mehr springen. Ach, Alex. Ach, ja. Du siehst, da wo ich gestorben bin, da ist ein riesiger Kackstift. Das war. Achso, da hast du ja hochgebaut. Scheiße. Das ist immer noch der geilste Dungeon, den man haben kann, haben wir hier, ey. Schön unter Wasser. Unter Wasser. Weiß gar nicht, kann ich den. Ich probiere jetzt mal was, ohne hoffentlich zu sterben. Dass ich das irgendwie abbaue, dass es irgendwie ein bisschen weggeht davon. Also ein bisschen nach links sozusagen bauen, dass es da wegfließt. Oh Mann, ey.
so das Ding hier sippeln. Ich habe einiges vor mir, ey, meine Fresse. Oh lol. Die Bomben? Wenn ich Bomben mache, werde ich wahrscheinlich bestraft dann. Von Dingens. Ich komme dir entgegen. Ich bin hier einfach bloß, ich stehe hier, von daher. Ja, ich bin noch ultra langsam. Alter, jetzt geht's mir so langsam auf die Nerven. Dem Sterben? Nein, ich krieg alle 5 Minuten jetzt permanent eine E-Mail und dann kommt immer dieses blöde. Dieser blöde Ton von Windows Live Mail. Das könnte, würde mir auch auf die Nerven gehen. Ja, aber ich kann jetzt nicht minimieren, weil sobald ich minimiere, verkackt die Aufnahme. Ja, ich weiß, da geht ja dein Terrarium nicht mehr. Ich kenne die Geschichten. Die großen ja. Geschichten. Irgendwie sind mir gerade meine eigene Aufnahmenamen sozusagen im Weg. Also hier. Ach, ich weiß, was ich da verkackt habe. Naja. Ich habe was ganz anderes verkackt dafür mit der Aufnahme. Warum? Ich habe vergessen einzustellen, dass mein Logo rechts unten ist. Es ist jetzt wieder links oben über meinen Inventarbereich. Ups. Naja. Ist ja wie am Anfang. Lol, ich habe eine Insel gefunden. Lol. Oh, seit was? Wann kriegt man Schaden? Seit wann? Von wo kriegt man Schaden? Wenn ich den Gravitrank hab. Du musst noch mal kurz, bevor du unten aufkommst, sozusagen dich wieder andersrum drehen und um deinen Sprung rauszunehmen. Ja eben, aber so viel. Ich hab doch. Oh meine Fresse. Ach, Alex. Da war nicht mal ein Engel drauf. Oder so. Wie der heißt, whatever. Du meinst eine Kiste oder was? Nee, da war so ein komischer Raum, aber da war kein Feind drauf. Hä? Was für ein Feind? Ja, so Harpien oder so. Die kommen dann, die spawnen schon noch, wenn du da lang genug stehen bleibst. Wie lange willst du noch aufnehmen? Ich weiß nicht, so lange wie du. Also, ich habe eigentlich momentan noch ein bisschen Zeit. Vielleicht nicht, wie lange du noch willst. Wenn du sagst, das reicht dir für heute, dann werde ich dann auch dann sozusagen aufhören. Nee, weil du hast ja 24 Minuten Parts, das für dich so ungefähr hinkommt. 2 Stunden sind genau geladen. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wir müssten jetzt so ungefähr eine Stunde 50 haben. Naja, also bei 16:20 haben wir, glaube ich, ungefähr angefangen. Wird. Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht genau ein Part wird. Ich habe da jetzt auch immer. Der letzte Part ist auch oft mal 19 Minuten lang. Da ist es halt so. Ja, okay, dann sagen wir noch 20 Minuten. Ja, können wir machen. Ey, das ist voll die Sisyphus-Arbeit, die ich hier mache, meine Fresse. Komme. Und ich werde wieder krepieren. Aber das ist in Ordnung. Nüt, ich habe so eine creepy Musik. Das wird eigentlich die von der Crimson, oder? Nee, ich bin über den Himmel hinaus. Dann kommt irgendwann ein Drachen. Pass auf. Cool. Oh, ich weiß nicht, ob die erst im Hard. Ne, ich glaube, die kommen erst im Hard Mode, die Drachen. Na, weil ich habe noch keinen gesehen bis jetzt. Nüt. Hab hier. Uncool. Das Wasser irgendwie schon runtergegangen, ey, so ein Fick.
wie das mir alles zu buddeln hier. Also mit dem Gravitran kann man den HP ganz schön gut ausweichen, muss man so sagen. Mob, Mob, Mob. Ich habe nämlich Granaten mitgenommen und keine Bomben. Ich voll Spacko. Trottel! So, jetzt müsste ich gleich wieder bei der komischen fliegenden Insel sein. Natürlich ohne Waffen. Also hast du generell dein Zeug hier rechts liegen, oder? Warst du noch weiter rechts von mir, dachte ich. Warst du über den Dungeon drüber? Ja. Alles klar, komm. Nein! Nicht sterben! Also sag mal so, soll ich jetzt deine Sachen holen hier hinterm Dungeon? Kann ich auch machen. Nee, passt schon. Ich krieg das hin. Ihr Nutten. Ich hab ne Kiste. Schön, was ist drin? Nen Ballon. Ja, ist lustig. Da kannst du höher springen. Den kannst du auch mit einem Cloud in a Bottle kombinieren. Ist dann irgendwie Cloud in a Balloon oder irgend sowas. Heißt das Ding dann. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas weniger wird. Noch? 2 Minuten, alles klar. Ich komme! Nein, warte, der wird noch 24 Sekunden. Uncool. Ich vermute, ich muss eh mal zurück und mir irgendwie Bomben holen oder sowas. Das wird sonst hier ewig nix. Ach, scheiß drauf. Was machst du denn? Guckst dir an, was ich beim Dungeon angefangen habe. Kannst okay. Du siehst ja auch das Ergebnis dann direkt. Oh fuck, da habe ich auch mal Fallschaden mir schön geholt. Alter, wie hoch man mit dem Ballon springt, ist krass. Ja. Das deckt halt vor allem auch alles schön zusammen, immer wenn du solche Sachen hast. So. Haben wir die schon? Leer. Wie meine die ganzen Kisten mit dir leer sind. Blutohr. Wieso mach ich sie leer? Ja. Oh nein, ich will den Goblin Scout. Geh weg! Geh weg, du Wix-Scout. Ich will dich nicht kaputt machen. Ich will nicht wieder eine Goblin Army. Ach man. Ha, ausgetrickst. Muhahaha. Oh lol. Okay. Was denn? Ja, du hast versucht, ein Riesenloch reinzubauen. Ja, aber irgendwie hat es nicht so viel gebracht. Ein bloß ein tiefes Loch. Okay. Nein! Oh, ich habe deine Sachen gefunden. Soll ich dir das mitbringen? Nein, oh ja, bitte. Übrigens, bei, was das Thema Runterfallen angeht... Oh lol, bist du jetzt abgestürzt? Ich bin draußen. Abgestürzt? Ja. Stopp. Was das jetzt. Thema Dingens angeht, das Runterfallen, du hättest einfach mal deinen blöden Ringschirm benutzen sollen. Das hätte ich machen sollen, ja. Ach so. Gott, oh, ich hier noch eine Grey Brick Wall. Jetzt spawn ich natürlich wieder zu Hause, ne? Ja. Ja, wunderbar. Flying Fish Banner, eine Webslinger, Shackle, Linsen, Iron Helmet, Ruby Stuff. Ja, Hauptsache ist der Stab, das Schwert und die Rüstung. Boah, Alter, Ruby Stuff ist ja lustig. Macht ja ganz schön Damage. So, was Stab, Schwert, Rüstung. Bleib weg, böse Zombies. Achso, grün Party. Linsen, Coppercoin. Ich
glaube, momentan wird es schwierig für dich ohne Rüstung und so hier vorzukommen. Also kannst gern versuchen. Inzwischen habe ich auch zwei Regenmäntel. Versuchen ist relativ sinnfrei. Ich bin der Mann im Regenmantel jetzt. Der ja die kleinen Kinder frisst. So ungefähr. Also muss ich jetzt meinen Kindern sagen, sie sollen nicht im Regen draußen spielen gehen. Nur wenn ich im gelben Regenmantel vor der Tür stehe. Okay. Ich hab für dich auch einen. Ich hab sogar noch einen. wie viel droppen denn die davon? Blöde Mistzombies, ey. So, eigentlich war ich ja gerade dabei. Nee. Ich glaube, ich habe alles Wichtige. Also, ich würde jetzt einfach zurückkommen. Hä? Mhm. Wir liegen noch ein bisschen Baumaterial dann rum. Aber sonst sollte ich, glaube ich, alles Wichtige haben. Warum habe ich jetzt meine Tränke vorhin noch, von vorhin noch? Keine Ahnung. Okay. Hast du vielleicht welche mitgenommen wieder? So, das ist deins, das ist deins. Das ist deins, das ist deins, das ist deins. Dit war deins, das mit Sicherheit auch. Das, keine Ahnung, vermute ich mal. Ich hatte auch gerade die Rüstung noch hier irgendwo. Da ist noch einmal Rüstung. Da ist nochmal Rüstung. Irgendwann hat den Kopf. Da ist der Kopf. sonst noch was? Irgendwas Wichtiges übersehen? Vergessen? Nö. Die Iron Axe hast du wahrscheinlich noch nicht. Aber sonst dürfte ich jetzt eigentlich alles dir gegeben haben. Was wichtig war. Den kleinen Kram schmeiße ich ja eh mit hier überall mit rein. Ja, genau. Chests habe ich jetzt hier noch. So. Linsen. Was soll's? Pack ich halt hier mit rein. So, jetzt brauche ich noch eine Sternschnuppe, dann habe ich schon mal einen Mana Stern mehr. Yay. Was ist denn jetzt hell gewesen? Klingt schlimm. Ich bin mit meinem Stab vor einem Zombie gestanden und habe ihn umgebracht. Achso. Wenn es nur das ist. Ja. Der Zombie hat sich ganz, ganz doll gefreut. Das glaube ich. Da würde mich auch freuen, wenn sich jemand so schön vor mich stellt und dann BÄM macht. So. Er macht echt ordentlich Damage. Ja, sag ich doch. Also es ist schon, gerade auf die Entfernung und so, ziemlich geil. Ich meine, ich habe dir jetzt gar keinen Trenchcoat mitgebracht. Egal. Metal Fans. Shadewood Workbench, Shadewood Table. Oh, es gibt sogar eine Shadewood Chest. Aha. Chair, Shadewood Door, die sehen ja alles. Sieht eigentlich alles ziemlich nice aus, was du aus dem dunklen Holz machen kannst. So, 1, 2, 3 brauche ich davon. Weißt du, warum hier so viele Goldfische rumlaufen? Weil es regnet. Achso. Frag mich nicht, wann sie es eingeführt haben, aber seitdem kommt es öfters bei Regen vor. Ich hab deinen Pinguin mal in die Nähe von dir dich gelassen. Ja, ist mir egal. Sag mal so, der findet schon irgendwie seinen Weg. Oh ja. So, jetzt haben wir auch hier wieder. Du sollst übrigens auch eine Lichtquelle reinmachen in dein Haus, dann geht auch jemand rein. Oh. Ohne mögen die das nicht.
So, mal sehen, ob dann am nächsten Tag jemand wiederkommt. Quickstack. So. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Haben wir irgendwo noch Holz schon mal reingetan? Ich vermute mal nicht. Kennst du das Game Ozu? Nö. Muss ich sagen, nö. Ich habe seit gestern auf dem Handy und habe schon ziemlich arg gesuchtet. Ich habe seit gestern ein Android-Handy. Also ich habe seit, keine Ahnung wie lange, schon Galaxy S3. Ich hab seit gestern ein Android-Handy, bin ich total stolz drauf. Hast du jetzt gekauft? Nee, hab ich geschenkt bekommen. Über die Arbeit. Oh. Okay. Ja. Das ist auch mal nett, einfach mal zur Arbeit gehen, ein Handy geschenkt bekommen. Naja, also er hat gesagt, es ist nur geschenkt, wenn ich mindestens ein Jahr bei ihm arbeite. Weil so wahnsinnig wertvoll ist es auch nicht. Das ist ein Alcatel, irgendwie 130 Euro oder 120. Kommst du übrigens hier durch, ne? Ja, ich weiß. So, jetzt kann ich auch meinen Spawn-Pad wieder hier hinsetzen. Da kann ich wieder spawnen. Ja. Ich weiß nicht, was so... Ich würde gerne noch mal wissen, was mit der fliegenden Dingens da ist. Fliegenden Insel? Ja. Also die habe ich schon voll leer geräumt. Nee, du hast noch eine zweite, wo du gestorben bist. Da warst du gar nicht nochmal. Ich glaube, das waren Arsgeier und keine HP, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich geh mal gucken. Okay, ich laufe. Ich komme hin. Du musst nicht mitkommen, ich sag nur, ich geh gucken. Oder willst du jetzt schon direkt aufhören? Huch. Nö, wir haben noch ein bisschen. Normalerweise bin ich ja nicht derjenige, der sagt, lass uns Schluss machen, aber ich muss noch für morgen für eine Erdkundeprüfung ein bisschen. Ach so. Lernen. Ja. Kein Ding, oh. Geh weg, blöde Spinne. Ich habe übrigens schon ein paar aufgesammelt von den Dingern, also ich gebe ja noch ein paar Fallen Stars. Juhu. Weil ich hier gerade vorne laufe. Auch Eskimo, geh weg. Ich habe den Eskimo übrigens durchlaufen lassen. Jo. Oh, jetzt ist Tag geworden. Da sind die Sterne gerade geplatzt. Okay. Wenn ich diesen komischen Goblin haben, Mann, ich dachte, ich krieg heute noch diese. Oh, ich hab übrigens genau 5. Moment. Oh, hier bist du schon wieder gestorben. Da kommt irgendwie Iron-Zeug. Ah, bist du denn runtergefallen, ne, gerade von mit dem Gravitrank. Okay. Na! Blöde, unebenen Gebiete. Was bist du denn hier von mir? Unfähig. Du anscheinend das auch gerade, oder? Ja. Wieso regnet es eigentlich in der Wüste? Jetzt geht es bei Minecraft, aber nee. Das stimmt. So.